Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute an diesem Montagmorgen. Ja, warum Montagmorgen? Ich hätte erst gedacht, wegen der Traktordemo, dass es schwierig ist, zur Arbeit zu kommen, aber scheinbar war es doch nicht so der Fall. Also ich hätte heute kommen können. Und viele denken irgendwie, ich würde hier die Arbeit schwänzen oder irgendwie sowas. Und das macht mich jetzt ganz so echt tierisch sauer, aber gut, kann ich jetzt auch nichts machen. Ich wollte auf jeden Fall jetzt ein schnelles Video machen über den Rückblick vom 16. Spieltag, der noch im alten Jahr stattfand. Und zwar, das hier sind die Ergebnisse aus dem letzten Spieltag. Werder Bremen und Leipzig trennen sich 1 zu 1. Dortmund und Mainz, da sind sie wieder aufeinander. Wieder unentschieden 1 zu 1. Hoffenheim, Darmstadt auch 1 zu 1. Das waren die Dienstagsspiele, das war hauptsächlich nur ein Tag des Unentschiedens. Und dann haben wir die restlichen Spiele. Union schlägt Köln mit 2 zu 1. Bayern schlägt auswärts Wolfsburg mit 2 zu 1. Dann Heidenheim, habe ich jetzt geguckt, irgendwie so dritter Sieg in Serie. Die siegen Freiburg, Pokalfinalisten von 22, mit 3 zu 2, der neue Bundesligist. Leverkusen zeigt wieder, warum die zu Recht Herbstmeister geworden sind. Und bleiben auch im 16. Bundesligaspiel ungeschlagen und schlagen Bochum mit 4 zu 0. Frankfurt schlägt Gladbach 2 zu 1 und Stuttgart überzeugend Augsburg mit 3 zu 0. Ja, und bevor es dann quasi Freitag mit der Bundesliga-Prognose wieder losgeht im neuen Jahr, zeige ich euch, ja, ich habe das Tablet gerade in der Hand, deswegen muss ich es gerade ein bisschen anders halten, zeige ich euch noch gerade die Tabelle. Und zwar, ihr habt ja noch die Meldung hier. FC Bayern und Union spielen ja noch das Nachholspiel vom 13. Spieltag am Mittwoch, den 24.01. gegeneinander, also in gut 2 Wochen, weil ja dieses Spiel am eigentlichen Spieltag nicht stattfand wegen Schneechaos in München. Ja, das ist auf jeden Fall die Tabelle. Also Leverkusen Herbstmeister und aktuell uneinholbar auf der 1. Bayern dahinter Zweiter, aber auch noch nicht weg zu verdrängen. So, Meisterschaft wird sich, denke ich mal, hauptsächlich nur zwischen Leverkusen und Bayern entscheiden. Also Bayern ist auf einen Fehler von Leverkusen angewiesen, der vielleicht noch kommen wird. Mal gucken. Stuttgart, sehr überzeugende Saison. Dritter. Leipzig, Vierter. Dortmund aktuell nicht auf einem Champions League Platz. Fünfter. Und da sind die auch gerade 6 Punkte entfernt. Frankfurt da dahinter. Sechster Platz. Hoffenheim, Siebter. Auch sehr gut. Freiburg 8. Geht so. Heidenheim natürlich sehr überzeugend auf Platz 9. Wolfsburg bisschen wieder abgerutscht. 10. Augsburg auch noch für seine Verhältnisse in Ordnung. 11. Platz sind sie normal nicht gewohnt. Gladbach 12. Werder Bremen aktuell auf 13. Abstieg wissen wir nicht. Bochum 14. Union aber immer noch Abstiegssorgen, auch wenn die jetzt hin und wieder was gewonnen haben. Standen auch mal auf Platz 18, sind jetzt aktuell 15. und müssen ja, wie gesagt, noch das Nachholspiel gegen Bayern bestreiten. Deswegen auch bei Bayern und Union noch so ein Stern dahinter. Mainz und Köln und Darmstadt, richtig krasse Abstiegssorgen. Hätte man, also von Darmstadt hätte man es wahrscheinlich eher erwartet, aber von Köln und Mainz jetzt nicht so wirklich, nachdem die letzten Jahre richtig gut waren. Ja, das sind die Platzierungen, das waren die Spiele. Und ja, das war der kurze Rückblick auf das letzte Jahr, auf den vergangenen Spieltag, wo ich nicht mehr so viel gezeigt hatte, weil ich hatte auch nicht mehr so viel Bundesliga machen können wegen Problemen mit dem Handy und alles. Und zurzeit bin ich jetzt auch wieder gerade in Stress, weswegen ich Sonntagnacht eigentlich Minecraft aufnehmen wollte, es aber nicht konnte, weil ich zu starke Kopfschmerzen habe und einfach mit den Nerven komplett fertig war. Ich bin jetzt wieder echt unter Stress. Ich muss einiges nachholen und so. Ach, das, Leute. Warum? Und die Zeit geht auch echt so schnell. Warum ist das so? Naja. Aber ich werde jetzt gleich nochmal als kleinen Wiedergutmachen, weil ich, wie gesagt, nicht aufnehmen konnte und noch vergessen habe, die ganzen Videos hochzuladen. Die werden auch noch unter der Woche kommen. Verlasst euch darauf. Ehrenwort, das sage ich jetzt diesmal ganz groß. Bitte mich nicht falsch verstehen. Und dann werde ich nachher noch einen Plan machen fürs zweite Wochenende in diesem Monat, beziehungsweise auch in diesem Jahr. Und da kommen dann noch die Nachholsachen von dieser Woche, also von letzter Woche. Jetzt startet ja die zweite Woche.
Das wollte ich euch damit sagen. Haut rein, wir hören uns später wieder.